aber vor allem mit meinem absoluten Grail des Jahres 2018. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie man an meiner Stimmung gut erkennen kann, habe ich mich gut erholt von dem Schock des Einbruchs, habe das Ganze nicht allzu nah an mich hereingelassen, habe mir gut darüber Gedanken gemacht, das Ganze reflektiert und es hat sich auch etwas getan. Versicherungstechnisch, so viel kann ich gleich mal vorweg sagen, hat sich noch nichts getan. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Geld bekomme von der Versicherung und wenn, wie viel überhaupt. Eben wegen der Fahrlässigkeit Schlüssel im Postkasten kann ich noch gar nichts sagen. Aber ich kann eines sagen, die Familie hat mir auch sehr gut drüber geholfen. Meine Oma ist natürlich wieder da, die hat mir auch geholfen, alles wieder mal auf Vordermann zu bringen, alles mit meinem eigenen Gestank zu füllen, damit ich mich in meinem eigenen Dreck wieder wohlfühlt. Meine Oma hat da so ihre ganz eigenen Techniken, so Hokuspokus, Esoterik, bla bla, wie zum Beispiel mit Weihrauch die Wohnung auszuräuchern, um alle bösen Geister zu vertreiben. Ich habe mir das angesehen, musste auf der einen Seite darüber lachen, auf der anderen Seite hat sich schon ganz gut angefühlt, auch wenn ich an so einem Schmarrn, wie man in Österreich sagt, gar nicht glaube. So viel zum Thema Einbruch. Was kann ich noch sagen? Weil ich ja weiß, die Polizei wird vermutlich nicht äußerst viel zustande bringen, ja selbst auf der Spur, um die Übeltäter zu finden. Bin auf einer heißen Spur, möchte mir aber, wie auch letztens im Video schon gesagt, nicht allzu sehr die Karten sehen lassen, damit ich meine Spur nicht verliere. So viel dazu. Aber wie ich schon versprochen habe, die Verantwortlichen werden von meiner Seite aus auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen. Zum Thema dritte Kollektion. So viel kann ich verraten, es befindet sich schon in Österreich und zwar im Zoll. Die alten Bekannten, es ist momentan im Zoll, hier müssen aber Rechnungen ausgetauscht werden. Dann kommen die ganzen Pakete an einen bestimmten Lagerort an. Von dort aus wird das Ganze dann verschickt. Und es wird natürlich vorher noch ein Release-Promo-Video zur dritten Kollektion selbst geben. Zur dritten Kollektion der Maximilian Army, dieses Mal mit einem richtigen Erkennungszeichen. Ich hoffe, ich schaffe das alles noch bis Ende Jänner. Und da dürft ihr auf alle Fälle gespannt sein. Dann ab diesem Zeitpunkt, sobald das Video draußen ist, das Promo-Video der dritten Kollektion, gibt es dann alle Dinge erhältlich. Also seid auf alle Fälle gespannt. Ich möchte aber gar nicht mehr länger quatschen. Warum drehe ich heute so ein Schuhvideo? Aufgrund folgender Käufe. Okay, Freunde, wie man schon sehr gut erkennen kann, habe ich mir einiges gekauft. Das geht sich gar nicht in der Kamera aus, what the fuck. Das Ding ist, sie haben natürlich sehr, sehr viele Schuhe mitgenommen, aber das ist mir völlig egal. Das war für mich so ein Grund zu sagen, na gut, dann kaufe ich mir halt eben neue. Das hat mir nichts an. Nur weil ihr jetzt mit meinen alten Klamotten herumläuft, heißt das für mich noch lange nicht, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf neue Dinge habe. Ich wollte mir sowieso einiges leisten, habe mir aber dann gedacht, na, das muss nicht unbedingt sein, das ist nicht dringend notwendig, dass du dir das kaufst. Aber das war Grund genug für mich, mir ein paar Sneaker-Grails zu erfüllen. Und wie ihr seht, haben wir hier sehr viele Yeezy und Off-White am Start. Wir gehen die ganz schnell durch, ich zeige euch die Schuhe, was mir daran am besten gefällt und wie viel ich ungefähr dafür bezahlt habe. Das alte Spiel, liebe Freunde. Den brauche ich, glaube ich, gar nicht lange reviewen, Freunde, den kennt ihr schon. Den habe ich jetzt einfach nur der Vervollständigung von Yeezy 350, 500 und 700 hier hergestellt. Das ist mein 500er Salt, den habt ihr schon gesehen, den kennt ihr schon, den werden wir gar nicht lange reviewen. Richtig gemütlicher Schuh, kann man sich auf alle Fälle gönnen für einen Preis von 300 Euro. 300. Für ein paar hundert Euro kann man sich den auf alle Fälle gönnen. Den ich mir noch geholt habe, ist... Viele werden mich hassen und sagen, warum holst du dir nochmal, der ist absolut hässlich, schön, dass du ihn nicht mehr hattest. Ich liebe den 700er einfach so sehr, dass ich mir schlicht und ergreifend einfach nochmal gekoppt habe und dementsprechend brauchen wir den auch nicht lange reviewen, der ganz normale 700er in der ersten Version. Allerdings der zweite Release, der erste war der erste Release, das ist der zweite Release. So, 700, fertig. Schauen wir zum neuesten Yeezy, der Yeezy Static, liebe Freunde. Ich habe zwar gesagt, ich hole mir keinen 350er mehr, aber ich habe nichts dafür bezahlt. Und einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, der wurde mir zur Verfügung gestellt. Ganz, ganz nett, freue ich mich. Ich sage den Namen jetzt nicht, sonst muss ich das da oben wieder einblenden. Das ist der Yeezy Static, allerdings der Non-Reflective, wobei Non-Reflective einfach der falsche Ausdruck ist, weil der reflektiert sehr wohl, allerdings nur auf den Schuhbändern. Der restliche Schuh reflektiert nicht, im Gegensatz zum All-Reflective. Den bekomme ich aber auch noch und vielleicht werden wir da so ein kleines Video machen, wo man die Unterschiede sieht, was jetzt genau reflektiert und was nicht reflektiert. Ich kann das hier kurz mal zeigen.
Sieht man das so? Wie machen wir das denn? Ah! Kennt ihr das? Könnt ihr das erkennen? Also ich sehe es von so. Für einen V3 ist er auf jeden Fall nice, muss ich sagen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, und das ist mir auch relativ spät aufgefallen, ist, dass du hier auf der Seite des Schuhs einen ähnlichen Style hast wie bei den 87er Element von Nike. Die haben ja auch hier durchsichtige Nuancen immer wieder durchblitzen lassen. Das bedeutet, wenn du einen auffälligen Socken anziehst, dann kann man hier quasi wie bei einem Fenster durchsehen und sieht hier die Nuancen deiner Sockenfarbe durchleuchten. Das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Ansonsten richtig stabiler Schuh, genauso wie die anderen V2 und V3, jetzt kaum ein großer Unterschied. Allerdings bin ich der Meinung, dass sie irgendwie gefühlt von Modell zu Modell immer kleiner werden. Ein Tipp von mir an euch, wenn er euch zu eng ist, dann nehmt ganz einfach diese Sohle heraus, die braucht ihr nicht unbedingt, er fühlt sich auch so sehr, sehr gut an, dank diesem geriffelten Schaumstoff hier. Somit wird der Schuh um einiges lockerer und fühlt sich auf jeden Fall besser an. Das zum 350er Static finde ich einen richtig nicen Schuh, kann man gut kombinieren, in der Farbe Weiß-Grau geht der fast überall dazu. Ich glaube, den haben auch relativ viele von euch gekoppt, kann man sich auf jeden Fall gönnen, aber meine absoluten Grails kommen erst jetzt. Wir fangen an mit dem ersten Nike Off-White. Auf den habe ich 4 Wochen lang gewartet. Ich muss eins dazu sagen, ich bin absolut kein Air Force-Fan. Ich fand den Schuh noch nie besonders gut und den rocken mir auch viel zu viele Leute. Aber als die Off-White-Version in diesem Colorway herauskam, habe ich sofort gewusst, hier muss ich zuschlagen. Und zwar ist diese Farbe in Neon gehalten. Und Neon finde ich einfach richtig, richtig lit. Leuchtet extrem, auch jetzt mit meinem Licht. Wahnsinn eigentlich. Wir haben hier von der Form her einen ganz normalen Air Force One in der Low-Version. Hier haben wir nochmal das typische Zip-Teil und natürlich diesen orangen Part hier, den du auf jeden Off-White Nike findest. Man hat hier den Swoosh auch in so einem Neon-Stitching gebracht, das R natürlich über dem eigentlichen R. Dann hier unten steht das Nike-Zeichen mit Logo, habe ich noch nicht gesehen. Und hier nochmal eine Art Modellbezeichnung. Natürlich haben wir hier, so wie auf den Shoeboxes, das Off-White Corporation Nike aus Beaverton, USA. Also finde ich wirklich, wirklich cool. Die Schuhbänder sind keine ganz normalen Stoffschuhbänder, sondern die sind richtig hart und fühlen sich schon wie Plastik an. Natürlich sehen wir hier den Schaumstoff, so wie wir es gewohnt sind. Auch hier nochmal das Off-White-Kreuz und nochmal die Bezeichnung der The 10 Collection. Also für mich, Freunde, auf jeden Fall einer der heftigsten Schuhe aus der The 10 Collection. Ich kann euch den nur schwer ans Herz legen. Für den habe ich bezahlt 300 Euro und das war es mir einfach jeden einzelnen Cent wert. Ich habe schon ein Foto auf meinem Instagram gemacht. Das siehst du, wenn du hier abcheckst. Schaut auf alle Fälle auf MaxOverMe auf Instagram vorbei und lasst mir ein Like da, wenn euch die Fotos gefallen. Hier kommen auf jeden Fall noch richtig litte Fotos mit meinen neuesten Schuhen, aber vor allem mit meinem absoluten Grail des Jahres 2018. Ich wollte mir den schon im Oktober holen, aber wie gesagt, wollte ich einfach nicht so viel Geld dafür ausgeben, habe aber jetzt ein richtig gutes Angebot bekommen und ihn mir endlich geholt. Den Blazer. In der Halloween's Eve-Farbvariation, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mich einfach direkt verliebt und ich bin mega happy, mir den jetzt geholt zu haben. Ich habe dafür bezahlt 500 Euro, was meiner Meinung nach auch absolut klar geht. Die ersten Blazer gingen ja schon für über 1000 Euro weg und 500 Euro ist einfach richtig nice, dieser Preis. Ja, Freunde, das war mein neuer Schuhhaul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habe ich euch inspiriert, ein paar von diesen Schuhen zu koppen. Für mich auf jeden Fall Kops, die sich richtig ausbezahlt haben. Allein wenn ich den schon auf meinem Fuß sehe, weiß ich, dass ich einfach jeden Cent dafür richtig ausgegeben habe. Wenn euch die Schuhe auch gefallen, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, auch wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir unbedingt noch in die Kommentare eure Meinungen zu jedem einzelnen Schuh, ob ihr den vielleicht sogar selbst zu Hause habt oder euch den noch koppen könnt. Freunde, wie ihr seht, es geht mit Vollgas voran. Ich lasse mich von einem kleinen Einbruch nicht abhalten. Hier geht es wieder auf diesem Kanal in das Jahr 2019 mit voller Motivation, mit dem neuesten, heißesten Scheiß. Und 2019 wird nicht nur die dritte und vielleicht auch vierte und fünfte Kollektion bringen, sondern auch einige Innovationen, was meinen Kanal betrifft. Das kann ich auf alle Fälle versprechen, denn dieses Ding wird schon seit Ewigkeiten geplant. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres
weiteres Video von mir. Das war der Schuhhaul für heute. Bleibt auf alle Fälle tuned, denn hier kommt noch einige heiße Scheiße bis Ende Jänner und natürlich auch meine dritte Kollektion folgt. Also seid auf alle Fälle gespannt. Das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Maximilian.